So, das ist jetzt mit dem Hafengebäude doch gar nicht so schwierig gewesen, denn es war ein anderes Hafengebäude, ne? Also, Manni stand am anderen Hafengebäude. Ich wusste natürlich nicht, dass es zwei Hafengebäude gibt, ne? Also, das konnte ich nicht ahnen, dass es zwei gibt. Und mittlerweile, ich habe jetzt gerade eben einen Patzer gemacht, was die Aufnahme angeht. Ich muss einen Teil jetzt nochmal eben wiederholen. Wir sind nämlich die Straße hier entlang geritten. Ich zeige das gerade nochmal eben. Also diese Straße, ja, von den Schiffen sind wir entlang geritten, komplett durch. Und das ist eine ganz schöne Entfernung, auch wenn es erstmal gar nicht so aussieht. Und sind jetzt vor einer orientalischen Burg gelandet. Dies ist die orientalische Burg, die übrigens auch nachts total geil aussieht. Ich bin jetzt schon mal drin gewesen, musste das aber jetzt, wie gesagt, nochmal wiederholen. Deswegen, wir laufen jetzt einfach nochmal eben rein, dass man den Eingangsbereich nochmal einmal ganz kurz sieht. Und auch hier kann man halt schon erahnen, wie cool das im Dunkeln aussehen könnte. Wir gucken natürlich das Ganze auch noch im Dunkeln an. Aber man sieht schon bei Tage, dass das Ganze ausgeleuchtet ist. Und dann läuft man über diese Hängebrücke in die Burg oder in den Burgplatz zunächst erstmal rein. Die gesamte Burg ist umgeben von Wasser. Oh, was mir gerade einfällt. Wir werden nachher auch noch eine kleine Fahrt auf dem Wasser machen mit dem Motorboot oder dem Schlauchboot. Und da kommt man hier eben rein. Überall sind Wachen, also Dummies, platziert. Und man sieht eben schon, wie gewaltig groß dieser Schlosshof ist. Oh, der Kutscher. Wo ist der Kutscher jetzt geblieben? Ist der Kutscher nicht mehr da? Der Kutscher ist nicht mehr da. Also hier ist halt der Eingangsbereich mit Springbrunnen, der jetzt auch... Ja, die Runde nochmal von vorne. Ja, ja, genau. Ja, genau. Huch. Ja, leider. Müssen wir nochmal machen. Also hier ist der Springbrunnen, hier ist die Kutsche. Als ich das eben beim ersten Versuch, eben beim ersten Anlauf, war der Kutscher noch auf der Kutsche drauf. Der ist jetzt weg. Manni, wo ist der Kutscher? War eben noch auf der Kutsche drauf. Also der Springbrunnen mittels Blaupause aus der Community geholt. Und in diese Kutsche kann man rein, aber leider nur mit Flugmodus. Da kann man also so nicht einsteigen. Die Türen lassen sich nicht öffnen. Das ist alles, ja, Szenerie im Grunde genommen. Man kann sich hier aber auf jeden Fall hinsetzen auf die Sitze und dann gemütlich auch nach draußen gucken. Jedenfalls halbwegs nach draußen gucken. Wieso sind die Fenster so hoch? Okay, ich stelle gerade fest, dass die Augen irgendwie tiefer sind, als sie optisch normalerweise wären. Also wenn die da sind, wo jetzt Manni sitzt, dann kann ich ja so rausgucken. Aber ich habe das Gefühl, dass die Augen in den Schultern sind oder so. Auch sehr geil. Ja, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Jedenfalls müssen wir hier wieder raus. Mit Flugmodus. Zack. Und wenn wir jetzt hier schon mal sind, der Eingangsbereich, den betrachten wir hier nochmal genauer. Hat er eigentlich irgendwas geschrieben zum Kutscher? Der ist davon gelaufen. Okay, der Kutscher ist davon gelaufen. Also der Kutscher stand eben mit schwarzem Anzug auf der Kutsche. Ne? War im Grunde genommen ein Bug, ein kleiner. Der war wohl vorher auf dem Kutscherbock vorne drauf. Und hat sich dann überlegt, ja, ich laufe mal eben so ein bisschen auf die Kutsche drauf. Und wir müssen uns jetzt so ein bisschen, gucken, dass wir, dass es jetzt hier nicht allzu viel stockt, weil hier einfach unglaublich viel zu sehen ist. So, zu dieser Laterne vielleicht einmal ganz kurz. Manni, der kein großer Freund des Filigranen ist, was ich schon erwähnt habe, hat diese Laterne trotzdem selber gebaut. Also das ist keine Laterne aus dem Forum, sondern die hat er selber gebaut. Und ich muss sagen, ich finde die total toll mit diesem Glas und so. Ah, wie gesagt, das alles auch nochmal im Dunkeln. Das gucken wir uns auf jeden Fall nochmal an. So, hier sind die Stallungen. Hier ist die Stelle, wo wir unsere Pferde geparkt haben. Hier sieht man gleich schon wieder ein paar Kutschen. Kutsche hier, Kutsche da. Da ist auch noch eine drin. Da steckt schon Herzblut drin. So, hier sind dann auch noch andere Pferde. Brusso ist hier. Und der kleine Onkel von Pippi Langstrumpf. Und dann haben wir hier unseren Artax und unseren Storm. Übrigens Artax, weil ich das auch nochmal eben erwähnt. Ich habe zu dem Namen gar nichts gesagt. Wer es kennt, der weiß es natürlich. Artax ist das Pferd aus Die Unendliche Geschichte. Wenn du zur älteren Generation, zur etwas älteren Generation gehörst, wirst du den Film auf jeden Fall oder höchstwahrscheinlich kennen. Da gibt es ja auch nicht nur einen von, sondern gleich mehrere Filme.
Verfilmungen, Filme. Übrigens auch sehr schön, dass der Burgherr hier seine eigenen Kühe hält, die im Innenhof grasen. Finde ich eine sehr coole Idee. Kühe und Hühner, immer frisches Fleisch auf dem Tisch oder frische Milch und frische Eier. Naja, Fleisch vielleicht auch irgendwann, aber erstmal Milch und Eier. So, hier ist noch ein Esel, den habe ich gestern gar nicht gesehen, der ist ja cool. Ein Esel. Ist hier noch mehr drin? Was ist hier sonst noch so drin? Ah ja, okay. Wir gehen erstmal einmal hier um das Gebäude herum. Denn wir müssen uns auf jeden Fall, bevor wir jetzt reingehen, auf jeden Fall nochmal einmal die anderen Kutschen angucken, die es gibt. Denn die sind schon ganz geil. Die sind schon ganz geil, die es da gibt. Hier gibt es eine Friedhofskutsche, eine Beerdigungskutsche mit Sarg. Also quasi alles, was man braucht. Und eine, was ich auch sehr cool finde, eine Feuerwehrkutsche mit Schläuchen. Die Schläuche bestehen, wenn ich das richtig sehe, aus Holz. Diese Sitze sind Szenerie, da kann man sich leider nicht draufsetzen. Aber die sehen schon etwas hochwertig aus, so mit Leder bespannt und so. Also die ist, glaube ich, nicht ganz billig, die Kutsche. Boah, wenn das nicht so stocken würde, ne? Mann, Mann, Mann. Und die Postkutsche aus Wild Wild West. Und ansonsten ist hier, glaube ich, erstmal, genau, die anderen Gebäude oder die ganzen Räumlichkeiten sind leer. So. So, jetzt kannst du wieder die Führung übernehmen. 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 Ich laufe schon mal in der Zeit weiter. Er kommt dann hinterher. Der schweigende Führer, der uns hier durch alles durchführt, was es gibt. Vielleicht nochmal eben am Rande erwähnt, wir werden nicht in alle Gebäude reingehen. Das merkst du ja schon. Wo rennt er jetzt hin? Eigentlich wollten wir doch in die Burg rein, oder? Ah, okay. Genau, also hier ist auch noch... Was war das denn nochmal für ein Haus? Auf jeden Fall auch ein Haus, was zur Burg gehört. Da waren wir gestern... Waren wir da drin? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Okay. Muss jetzt mal eben gucken, wo er uns hinbringt. Ich habe gedacht, wir gehen jetzt in den Eingang. Aber vielleicht will er uns auch erst was anderes zeigen. Denn... Irgendwas ist hier noch mit, ja, ich sag mal nichts. Ah, genau, Pizza-Kebab. Das war's doch, genau. Ich wollte es jetzt nicht sagen. Ich wusste nicht genau, ob das jetzt kommt. Aber es kommt genau hier. Ach nein, das ist... Ach, Entschuldigung, es war doch was Falsches. Es war doch die Bäckerei. Aber Pizza kommt gleich auch noch. Habe jetzt ein bisschen gespoilert. Bäckerei und Konditorei Plunderhörnle, wie ich mir sagen ließ von Manni, ist das da, wo er wohnt, eine Bäckerei. Und die ist natürlich schon ziemlich geil. Und ich kriege so ein bisschen Hunger, wenn ich das hier mir angucke. Ganz ehrlich gesagt. Da ist schon... Das ist schon ganz cool, so mit Kaffeemaschine und... Also vieles ist hier halt aus Holz, ne? Ist klar. Wir gehen hier nochmal eben durch. Was haben wir hier? So, hier ist genau, hier ist die Küche. Die Background-Küche. Wo dann eben auch nochmal ein Ofen ist, wo man was aufwärmen kann. Und wir gehen aber jetzt wieder raus. Ja, sehr viel Liebe drin. Sehr viel Liebe zum Detail hier. Und wenn man hier weiter rausgeht, dann kommt man in einem Zug. Zum Elchkopf. Aber nein. Wir kommen eigentlich übrigens
eine wunderschöne Beleuchtung. Richtig cool ausgeleuchtet. Wir müssen das Ganze auch nochmal von der Straße aus auf jeden Fall betrachten. So, Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Das ist das Pizza-Kebab-Haus, was ich eben erwähnt habe. Genau. Auch das ist wohl so in dieser Form im Heimatort von Manni vorhanden. Pizza-Dasen-Kebab. Metzgerei. Achso, das ist schon wieder was anderes. Gehen wir erstmal hier rein. Ja, genau. Und jetzt vielleicht das auch nochmal, was Manni in einem Kommentar in meiner Welt erwähnt hat. Hier sind einmal alle Zeiten aufgeführt, die die verschiedenen Fleischsorten brauchen. Sei es Grillhähnchen, sei es Spare Ribs, Steaks, Bacon. Also ich gehe mal einfach eben entlang. Wenn dir noch was fehlt oder du Wissen benötigst, was diese Zeiten angeht, Bratzeiten angeht, hier sind sie alle aufgeführt, was man braucht. Hier sind die ganzen Fische, Scholle, Brathering, Barsch, Lachs und Wels und so weiter und so fort. Und, so, Manni hat erstmal ein bisschen Fleisch genommen. Ja, hat halt gesunden Appetit. Nein, also das ist, hier sind halt überall Grill-Einrichtungen. Hier kannst du komplett grillen. So, in den Schubladen ist sonst weiter eigentlich nichts Besonderes drin. Aber das ist halt schon eine ziemlich große Küche. Und wir lassen es uns natürlich nicht nehmen, auch nochmal eben in den Hintergrund zu gehen. Okay, hier wird das das Lamm klein gehäckselt, das klein gehackt, dass es auch ganz frisch auf den Teller kommt. Ach Gott, toll, Opa möchte mit mir handeln. Yes. So, was kann ich ihm denn, was gebe ich ihm denn jetzt mal? Ich muss ihm aber nichts, ich will auch was geben, ich gebe Holz. So, Holz und, keine Ahnung, was habe ich denn? So. So, danke. Oh, das ist das, oh geil. Ah, lecker. Ein saftiges Rippchen. Ich bin satt. Ich meine, ich war vorher auch schon satt, aber jetzt noch mehr. Okay. Ja, das ist also das Kebabhaus. Tür. Ach, lass mal offen. Das sieht so schön aus. Und dann geht es natürlich sofort weiter zur Metzgerei. Und das vielleicht nochmal eben erwähnt, das gehört alles zur Burg, ne? Das ist nicht irgendwie jetzt, ne? Außerhalb der Burg oder so. Nein, es ist wirklich in der Burg. Und das ist sehr, sehr geil, was man hier sieht. Also die Gebäude sind alle gleich. Das merkt man natürlich schon. Jeden Freitag fangfrischer Fisch. Und wir haben hier überall Oberflächen, wo direkt drunter der Grill ist, sodass es einem ermöglicht wird, diese Sachen, also sprich die Fische, die jetzt kommen, das ist übrigens alles echte Fische aus dem Spiel, die alle hier wirklich draufzulegen. Ne? Also sonst wäre das halt nicht möglich ohne Grill. Man braucht halt diesen Grill, der halt jetzt versteckt ist unter diesen Platten, damit man diese Fische hier platzieren kann. Und diese Dinge sind natürlich nicht, ja, nicht echt im Grunde genommen. Das sind keine echten Würste, die sehen halt nur so aus. Aber ich finde, die sind sehr realistisch nachempfunden. Das hier ist übrigens auch echter Speck, echtes Fleisch, echte Rippchen, echtes Huhn. Was da halt drauf liegt. Sprich, wenn man jetzt den Grill anzünden würde, darunter, dann wären die halt auch alle irgendwann gar und genießbar. Und die könnte halt auch ewig drauf liegen. Die verschwinden eben nicht. Sondern das sieht halt hier aus wie eine richtige Theke, wo man was bestellen kann. Ja, wie das halt eben so bei einer Fleischerei ist, Metzgerei. Mit Speisekarte natürlich hier oder mit Karte hier, Qualität hat Tradition. Wie das halt sein soll, ne, bei einer traditionellen Metzgerei. Und weiter geht es. Lauf, 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 lauf. Oh, es gibt noch so viel zu zeigen. Ich glaube, ich schaffe das heute alles gar nicht. Ich glaube, ich muss es wieder aufteilen. Weil das eilig alles gar nicht so schnell zu zeigen ist. Wieso ist diese Lampe jetzt hier? Warum ist hier eine Lampe aus? Oder? Ach nee, das war der Schatten. Entschuldigung. Das war der Schatten. So. Ja, die machen auch die Geräusche, die Dummies. Die machen halt unterschiedliche, geben halt unterschiedliche Laute von sich. So, hier steht auch noch einer rum.
Und jetzt betreten wir halt... Ach, da waren wir gestern gar nicht drin. Das haben wir gestern gar nicht gesehen, oder? Nee, haben wir nicht gesehen. So, hier gibt es doch mal frisches Obst, frisches Gemüse. Kirschen. Zitronen und so weiter und so fort. Tomaten, alles da, was man braucht. Brennender Kamin, immer sehr gemütlich hier. Also es gibt überall bei Manni gemütliche Ecken. Egal, wo wir sind. Überall hat man die Möglichkeit, sich ein bisschen zurückzuziehen. Und das zu genießen. Da ist Manni. So, Manni fliegt. Ne, jetzt nicht mehr. Und manchmal muss man auch gar nicht so viel reden. Manchmal kann man einfach nur laufen und das Ganze ein bisschen genießen. Und ich würde mich wirklich total freuen, wenn dieser Platz irgendwann mal mit Menschen gefüllt wäre. So, wir laufen jetzt durch einen Hintereingang in das... in die Burg rein und gehen jetzt im Grunde genommen hier hoch und ich nehme an, dass Manni uns dann auch zum Haupteingang führt. Ich hoffe das jedenfalls. Also wir sind halt jetzt schon in der Burg drin. Da ist die Straße. Ein riesiger Komplex. Gewaltig. Ich sag, das ist Leidenschaft. Das ist Leidenschaft. Ja, Manni, du kannst laufen. Du brauchst nicht zu warten. Ich mache immer zwischendurch eine kleine Pause. So, da hinten ist der Haupteingang schon wieder. Sieht man auch, wie cool der ausgeleuchtet ist. Das müssen wir jetzt, uns jetzt gleich mal angucken. Ah, ne, da gehen wir runter. Okay. Wir sind jetzt praktisch einmal so quer durch das Schloss gelaufen. Ach Gott, hier ist der Kutscher. Hier ist der Kutscher. Sieht ja auch so ein bisschen, ist ja auch so ein bisschen, wie der hier so im Dunkeln steht. Ich weiß ja nicht. Könnte auch ein Bestatter sein, ne? So im Dunkeln. So, und das ist der Eingangsbereich. Sieht er nicht cool aus? Wirkt das nicht einfach total toll? Wenn es sich so stocken würde, wäre es noch besser. Aber ich kann es leider nicht ohne Stocken präsentieren. Ich habe einfach die Sichtweite so groß eingestellt, dass man möglichst viel sieht. Und der Preis ist halt dieses Stocken. Aber das stehen wir zusammen durch. Und jetzt gehen wir halt an den Wachen vorbei, die einen immer so treublöd angucken. gehen wir jetzt rein. Hier drin, wenn du denkst, das war draußen cool... Dann muss man erstmal reinkommen. Hier drin ist es nämlich mindestens genauso cool. Mit Palmen, mit Leuchten, mit orientalischem Style, mit Wachen. Hier ist man nie unbeobachtet, so meint man. Das Glas ist auch so cool hier. Schön gemacht. Schöner Eingangsbereich. Ich komme mir vor wie in Italien irgendwie. So irgendwie so... Am Strand, wenn man abends so, kennst du das, wenn man in Italien, ich weiß nicht, ob du schon mal in Italien warst oder, es muss gar nicht Italien sein, andere südliche Länder, wo dann abends erst das Leben auf den Straßen beginnt, wo man dann, erst um 8 Uhr rausgeht abends und dann wirklich bis nachts draußen ist und seine Cocktails draußen schlürft, bei 30 Grad um 1 Uhr nachts. Das ist schon geil. Genau so habe ich mich jetzt gerade gefühlt. Genau so habe ich mich jetzt gerade gefühlt. So, hier waren wir gestern nicht. Das muss ich jetzt eben so ein bisschen hier spontan kommentieren. Ach doch, da waren wir doch. Das haben wir doch ganz kurz angeguckt. Das ist das Verlies. Das Verlies, das Gefängnis des Schlosses, wo alle Schurken eingesperrt werden. Ganz schön groß. Also die Stadt scheint ziemlich viel Kriminalität zu haben. Denn das ist ganz schön groß hier. So, und weiter geht's. Also einige Räume sind auch noch, genau, das ist alles noch nicht fertig hier, da wird noch gebaut. Da muss auf jeden Fall noch ausgebaut werden. Okay, dann gehen wir jetzt mal wieder raus am besten. Also das kennen wir hier alles schon.
Sehr gut, sehr gut. Und wir gehen weiter nach oben. Ich glaube, ich stelle jetzt wirklich doch mal ein bisschen die Sichtweite, verändere ich mal so ein bisschen. Ich habe so etwas das Gefühl, dass es vielleicht ein wenig zu viel des Guten ist, damit es doch etwas flüssiger wird. So, sieht man vielleicht nicht mehr ganz so viel. Also okay, jetzt soll ich fliegen. Okay, dann fliegen wir jetzt mal. Es könnte jetzt tatsächlich etwas besser sein. So, wo ist Manni jetzt? Manni, da. So, die Schlafkammer für das arbeitende Volk, für die Angestellten, denke ich mal. Also es ist keine Jugendherberge, nehme ich an. Die Schlafkammer für die Angestellten. Und so eine Burg braucht ohne Zweifel viele Angestellte. So, Manni, wollen wir wieder rausgehen? Hallo? Okay.